Tennis noch und nöcher beim SCC. Für den Verein endet ein erfolgreiches Wochenende, an dem mehr als nur einmal gejubelt werden darf. Ich konnte meine Favoritenrolle hier doch ganz gut ausspielen und bin froh, dass ich zu Hause in meinem Heimatverein den Sieg einfahren konnte. Der SCC lässt das Herz jedes Tennisfans höher schlagen. Vor allem in den letzten Tagen. Denn neben Senior Open und Angie Kerber Cup werden dieses Wochenende die Endspiele der SCC Open gespielt. Und da mischt der Gastgeberverein ordentlich mit. So besiegt Janina Braun ihre Gegnerin Diana Rust vom SC Brandenburg mit 6:3 und 6:1 und sichert sich souverän den ersten Titel des Wochenendes. Das sind meine Freunde, das ist wie eine Familie hier und wir sind froh, dass so viele Leute hierher kommen. Für den SCC schon einmal ein erster Grund zum Feiern, aber es soll noch weitergehen. Denn auch Benito Sanchez Martinez kann sein Endspiel für sich entscheiden. Schon in den 4 Matches zuvor hat er sein Können unter Beweis gestellt und sage und schreibe nur 4 Spiele auf dem Weg ins Finale abgeben müssen. Das Endspiel gegen Theodor Passenheim vom Rot-Weiß Potsdam gewinnt er mit 6:2 und 6:3. Die Spiele an sich waren eng. Letztendlich hatte ich manchmal ein bisschen mehr Glück, vielleicht in den letzten Punkten, den entscheidenden Punkten. Aber es war ein gutes Match. Also es war, mag vielleicht deutlich aussehen, aber war es nicht. Ähnlich erfolgreich ist er auch am Bundesligaspieltag gegen Blau-Weiß Aachen. Zwar muss sein Team eine heftige 1:8 Niederlage hinnehmen, dennoch gelingt Sanchez Martinez sein Einzel gegen den Italiener Matteo Donati nach Satzrückstand noch zu drehen. Das Ergebnis? Ein hart erkämpftes 2:6, 6:2, 10:7. Und die Erleichterung ist natürlich riesengroß. Ich war wirklich hin und her mit dem Einstand-Vorteil, die ganze Zeit hin und her. Und war dann zum Glück noch zu meinem Gunsten, habe ich noch gewonnen. Aber dann ging es eigentlich relativ gut. Dann habe ich so richtig wieder die richtigen Gedanken gefunden und habe dann wirklich so, okay, jetzt habe ich eine Idee von dem, wie ich das Match angehen soll. Und auch wenn alle Spiele viele Chancen für die Charlottenburger bieten, fehlt am Ende das Quäntchen Glück. So verkündet das Scoreboard die 6. Niederlage im 6. Spiel und das, was sich seit mehreren Spieltagen ankündigt. Trotzdem bleibt man optimistisch. Streng genommen brauchen wir 2 Siege, um möglich die Klasse zu halten. Wir haben noch 2 Spiele, also nächstes Spiel volle Attacke und wir probieren alles. Lange muss man sich hier allerdings nicht auf das nächste Highlight gedulden, denn am kommenden Sonntag bestreiten die Herren ihr letztes Heimspiel gegen den Oldenburger TEV. Eine Woche später beginnt dann das Turnier um die Kujik International Junior Trophy. Für den SCC bedeutet das weiterhin einen vielversprechenden Sommer mit Tennis noch und nöcher.